der Herr redete zu Mose und sprach: Siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes Hoers, vom Stamm Juda. Und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können und für jedes Kunsthandwerk Pläne zu entwerfen, um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten. Mit der Fertigkeit zum Schneiden von Steinen, zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei habe ich ihn begabt, damit er in jedem Handwerk arbeiten kann. Sie alle haben bestimmt schon ein Bild der berühmten Bundeslade gesehen. Wussten Sie, dass dieser Bezalel, von dem ich eben gelesen habe, der Designer dieser Bundeslade war? Bereits während der langen Wanderung durch die Wüste hin zum verheißenden Land gebot Gott dem Volk Israel, es solle ein Heiligtum für ihn bauen, die Stiftshütte. Der Kunsthandwerker Bezalel wurde von Gott berufen, dafür alle Gegenstände, vor allem die Bundeslade, zu entwerfen und diese mit seinen Gehilfen zu bauen. Es sollte ein prächtiges, kunstvolles Behältnis werden, für das die Israeliten ihren Goldschmuck einschmelzen ließen. In dieser Bundeslade wurden die steinernen Tafeln mit den 10 Weisungen aufbewahrt, die Mose vom Berg Sinai von Gott empfangen hatte. Dieses Kunstwerk galt als das Allerheiligste des Volkes Israel. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Faszination Israel und ich bin hier in der Akademie für Kunst und Design, die genau diesen Namen trägt, Bezalel. Und ich bin schon gespannt und mich interessiert, was es damit auf sich hat. Zum Campus der Universität in Jerusalem gehört auch die Bezalel Akademie für Kunst und Design. Die berühmte alte Bundeslade ist im Logo der Akademie zu sehen. Gegründet wurde sie bereits 1906 von Boris Schatz, einem jüdischen Maler und Bildhauer aus Litauen. Die Künstler, denen er den Weg bereitete, nennen ihn den Vater der israelischen Kunst. Seitdem wird hier vor allem Kunsthandwerk, wie zum Beispiel Glas- und Keramikdesign, gelehrt. Dazu zählen auch Mode- und Schmuckdesign, sowie bildende Kunst, Architektur und Industriedesign. Inzwischen steht auch jede Art von moderner, digitaler Kunst und Grafik auf dem Lehrplan. Die Bezalel Kunstakademie verbindet Tradition mit Moderne. Und bei wem steht der Hammer auf dem Tisch? Beim Präsidenten der Akademie, Professor Adi Stern. Er ist Experte für Schriften. Grafik und Schriftdesign hat auch er einst an der Bezalel Akademie studiert. Gottfried Bühler trifft ihn in seinem Büro. 1906, vor über 100 Jahren, gründete Boris Schatz diese Einrichtung hier in Jerusalem. Er stammte aus Sofia. Warum kam er hierher ins damalige Palästina und gründete diese Schule für Kunst und Design? Er wurde nach Sofia berufen, um dort die königlich-bulgarische Kunstakademie zu errichten. Somit hatte er sozusagen schon Erfahrung im Aufbau von Kunstschulen. In diesen Jahren wurde er ein Zionist. Er hatte engen Kontakt mit führenden Zionisten wie Theodor Herzl, der die Vision hatte, einen Judenstaat in Israel zu erschaffen, was damals Palästina genannt wurde. Gemeinsam hatten sie diese Idee, eine Kunstschule hier in Jerusalem zu gründen. Es war in der Tat sehr merkwürdig, aber auch vorausschauend zu dieser Zeit, eine solche Einrichtung hier in Jerusalem aufzubauen. Denn Jerusalem war damals sehr arm. Die meisten Menschen lebten innerhalb der Altstadtmauern. Und sie kamen auf die Idee, eine Kunst- und Designschule zu gründen.
Seinerzeit war es eher eine Handwerksschule außerhalb der Stadtmauern, um ein Bildungsangebot zu schaffen. Es war aber mehr als das. Und zwar wollten sie Handwerke und Berufe vermitteln, damit junge jüdische Männer und Frauen einen Lebensunterhalt verdienen und sie gleichzeitig ihre Kunsthandwerke in Israel weiterentwickeln konnten. Euer Name ist sehr interessant, Bezalel. Er kommt ja auch in der Bibel vor. Hat er heutzutage eine Bedeutung für Sie und für die Studenten? Nun, der Name selbst bedeutet im Hebräischen im Schatten Gottes, Bezalel. Hat er heutzutage eine Bedeutung? Ich denke ja, denn wir haben eine sehr einzigartige Geschichte und Tradition mit diesem Land. Wir sind die älteste Einrichtung im Land und wurden lange vor anderen Einrichtungen gegründet. Ja, sogar lange bevor der Staat Israel gegründet wurde. Diese Verbindung zur Geschichte, zum kulturellen Erbe, zu den Traditionen liegt uns sehr am Herzen. Unser Mandat und unsere Verantwortung sehen wir darin, traditionelle Techniken zu erhalten und unsere Kunst von der jüdischen Geschichte wie auch von anderen Kulturen um uns herum beeinflussen zu lassen. Deshalb, ja, der Name ist für uns sehr von Bedeutung. Die Typografie der hebräischen Sprache. Das lehrt auch Professor Stern. An einem neuen Design für das Wort Israel arbeitet gerade Rotem Ben-Ami. Welche Bedeutung hat der erste in der Bibel erwähnte Designer für die Studentin? Bezalel erschuf Dinge, die von großer Bedeutung waren. Seine Kreation, seine Kunstobjekte wurden später im Tempel verwendet. Für mich als Jüdin, die hier lebt, ist es wichtig, dass meine Kreationen eine Bedeutung haben. Ich möchte, dass sie mein Land, meine Umgebung beeinflussen. Dass sie einen Einfluss auf die Dinge haben, die mir wichtig sind. Das möchte ich auf höchstem Niveau tun und diese Schule ist der beste Ort, dies zu lernen. Die Bezalel Academy in Jerusalem ist sehr speziell und die einzige dieser Art in Israel, aber ich denke auch weltweit. Ich lebe und lerne sehr gerne hier. Denn an dieser Schule sind sehr viele Nationalitäten, Kulturen und Religionen vertreten. Ich selber bin religiöse Jüdin, aber es ist etwas Besonderes für mich, andere Menschen zu treffen. Zum Beispiel Säkulare oder andere Menschen. Und zusammen mehr zu lernen über das, was unsere gemeinsame Liebe ist. Kunst, Design und Kreativität. Bezalel ist eine weltoffene Schule. Hier studieren und lernen Juden, Christen, Muslime oder Säkulare aus aller Welt gemeinsam. Diese Offenheit ist ein typisches Merkmal des jüdischen Volkes und findet hier an der Bezalel Akademie deutlichen Ausdruck. Hi. Hallo, ich bin Gottfried. Ich bin Gilal. Ich heiße Ophir. Schön, euch kennenzulernen. Ophir Leff und Gilal Zassur nehmen Gottfried Bühler mit auf einen Rundgang durch ihren Fachbereich. Was studiert ihr genau? Was ist eure tägliche Arbeit? In unserem Jahrgang durften wir aussuchen, ob wir im Fachbereich Mode oder Schmuck sein wollten. Und wir sind offensichtlich im Fachbereich Mode gelandet. Wir wählten Mode, weil die Mode uns erwählte. Zeigt uns doch mal, was ihr so macht. Wie können wir den Fachbereich für Schmuck zeigen? Komm mal mit. Überall wird auf Hochtouren gewerkelt. Hier sind wir nun in der Schmuckabteilung. Sie machen gerade solche Kelche oder Becher. In wenigen Wochen stehen die Prüfungen an. Alle Studierenden arbeiten fieberhaft an der Fertigstellung ihrer Exponate, die dann von Professoren bewertet werden. Diese Studentin hat eine Gebetsuhr entworfen. Auf der einen Seite sieht man die Ziffern, auf der anderen stehen Worte. Es ist eine islamische Uhr. Sie gibt die verschiedenen Gebetszeiten an, die es im Islam gibt. Ja.
Wisst ihr Bescheid über die Verbindung, die der Name eurer Schule zur Bibel hat? Viele meiner Designs sind von der Vergangenheit inspiriert, von der Bibel und jüdischer Geschichte. Als ich 15 Jahre alt war, sah ich einen Dokumentarfilm über die Bundeslade. Ich war total aufgeregt und dachte, oh mein Gott, die Bundeslade. Und ich hörte auch von Bezalel. Nun bin ich hier bei Bezalel gelandet. Vielleicht arbeite ich gerade an meiner Bundeslade. Wer weiß? Ihr lebt in Israel in einer sehr schwierigen Nachbarschaft. Was lehren Sie Ihren Studenten im Kontext der Kunst, Verantwortung zu übernehmen oder mit dieser schwierigen Situation umzugehen? Eines der wichtigsten Dinge, die wir unseren Studenten in unserem Bildungsplan mitgeben, ist ihnen die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft aufzuzeigen. Wir versuchen ihnen zu vermitteln, dass sie auf die Gesellschaft und ihre Umgebung Einfluss nehmen können und sollen. Das, was sie hier lernen, sollen sie einsetzen, um die israelische Gesellschaft in ihrer ganzen Breite oder auch darüber hinaus die Welt positiv zu beeinflussen. Es geht darum, ihnen das Verständnis zu vermitteln, dass Design und Kunst einen enormen Einfluss auf die Menschheit ausüben können, und zwar in vielerlei Hinsicht. Wir möchten, dass die Studenten verstehen, dass es nicht nur darum geht, ein guter Architekt oder ein guter Designer zu sein, sondern es geht auch darum, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und wie man sie beeinflussen kann. Ich denke, dass das hier in Israel noch viel wichtiger ist als zum Beispiel in Europa oder sonst wo. Denn wir leben in einer schwierigen Umgebung und es gibt noch viel zu tun. Unser Land ist noch sehr jung. Ich denke, die Designer und Künstler sollten sich sehr viel Mühe geben, diesen Ort, einfach gesagt, zu einem besseren Ort zu machen. Wie können Künstler und Designer das Land und die Gesellschaft zum Besseren verändern? Ein Beispiel dafür ist das Designmuseum Holon. Das Besondere an diesem Museum ist nicht nur seine außergewöhnliche Form, sondern es ist das einzige Designmuseum im gesamten Nahen Osten. In der Stadt Holon bei Tel Aviv wurde auch durch die Mitarbeit von Professor Adi Stern dieses Museum gebaut. Professor Stern hat das gesamte Schriftdesign sowie das Logo des Museums von Anfang an mitentworfen. Ich habe eine besondere, eigens entwickelte hebräische Schriftart entworfen, die im Museum verwendet wird. Ich sollte dazu sagen, dass wir ein dreisprachiges System entworfen haben, in dem alles in Hebräisch, Arabisch und Englisch erscheint. Das Museum ist ein Geschenk an die Gesellschaft. Alle Menschen sind hier willkommen. Hier können sie außergewöhnliche Design- und Kunstobjekte bestaunen und ihren Horizont erweitern. Auch interaktiv. Die Ausstellung von Paddy McGuire, Weizen ist Weizen ist Weizen, rüttelt wach. Sie hinterfragt unser Konsumverhalten. Werden Inhalte wertvoller, wenn die Namen bekannter Marken darauf stehen? Schmecken Eier oder Milch besser, wenn sie schön und aufwendig verpackt sind? Diese Kunstobjekte entlarven die Werbeindustrie und halten uns den Spiegel vor, wie leicht wir auf die Macht der Labels hereinfallen. Diese Kunst ringt uns nicht nur ein Schmunzeln ab, sie ist auch gesellschaftlicher Zündstoff. Die Künstler und Designer von heute gestalten so die Gesellschaft mit. Gottfried Bühler trifft die Chefkuratorin des Museums, Maya Dwasch. Für mich ist Design viel mehr als einfach nur schöne Sachen. Für mich ist Design eine Denkweise, eine Art Designdenken, ein Weg, Probleme zu lösen, ein Weg, mit Menschen zu arbeiten. Design ist ein Gebiet, in dem man Menschen zusammenbringen kann, weil es so demokratisch ist.
Denken Sie, Design könnte hier in dieser Region eine Schlüsselrolle spielen, diese Frage der Koexistenz zu klären? Wenn man sich den Ursprung von Design ansieht, stellt man fest, dass es dazu dient, Probleme zu lösen. Man brauchte etwas, mit dem man essen konnte, also schuf man Werkzeuge fürs Essen. Das heißt, das Grundprinzip von Design ist, Probleme zu lösen. Eigentlich für den Alltag. Ja, für das tägliche Leben. Darum denke ich, ist es demokratisch. Es geschieht auf Augenhöhe. Jeder kann sich darin wiederfinden. Ich sage immer, wenn ich eines Tages einmal auf einer einsamen Insel stranden sollte, hätte ich gerne einen Designer mit dabei. Denn die können alles. Und ihre Denkweise kann wirklich deinem Wohlbefinden helfen. Vielleicht sollten wir Politiker mit Designern ersetzen. Zumindest könnte man Designer berücksichtigen, wenn man solche Expertengruppen bildet. Das würde vielleicht helfen. Denken Sie, dass Design eine Gabe von Gott ist? Wir Menschen bekommen alle möglichen Gaben, große und kleine. Aber wir müssen sie entwickeln. Ich denke, Design ist etwas, das man in sich trägt. Aber trotzdem muss man sehr hart arbeiten, um das Beste daraus zu machen. Wo können Gottes Geschenke, wie zum Beispiel künstlerisches Talent, am besten ausgebildet werden? In der Bezalel Kunst- und Designakademie werden die Talente von jungen Menschen seit über einem Jahrhundert geformt. Und hier können sie auch selbst hart daran arbeiten. Die Pressesprecherin von Bezalel, Liv Sperber, führt Gottfried Bühler durch das fast leere Haus. Denn es ist Semesterende und damit Prüfungszeit. Da sind kaum noch Studierende in der Schule unterwegs. In dieser Zeit könnte Gottfried hier einen Töpferkurs belegen. Kunstinteressierten werden in den Ferien in der Akademie Workshops und Kurse angeboten. Diese Frau absolviert gerade einen der Töpferkurse. Leute aus aller Welt können daran teilnehmen. Ein ganz heißes Handwerk erlernen die Studierenden im Keller der Akademie. Hier werden Gegenstände aus Glas hergestellt. Gottfried Bühler staunt, wie viel Geschick, Ausdauer und Geduld die Studentinnen für dieses Kunsthandwerk brauchen. Mit sicherer, ruhiger Hand tragen sie Schicht für Schicht auf, um eine Glasvase herzustellen. Das ist Vanja Schaub aus Hamburg. Er hat hier für ein Austauschsemester studiert und sich in eine Kommilitonin verliebt. Heute ist er mit der Israelin verheiratet, hat Kinder und lebt seit Jahren in Jerusalem. Mittlerweile lehrt er als Dozent. Sein Spezialgebiet sind historische Drucktechniken. Was findest du an der Bezalel-Akademie faszinierend? Ich glaube, das ist ein Platz, der wie wenige Plätze auf der Welt Menschen zusammenbringt. Man kann nicht sagen, dass Bezalel Israel ist. Bezalel ist ein Platz von jedes Jahr unheimlich vielen Leuten, die aus der ganzen Welt hierher kommen und hier zusammen überlegen, was ist Ästhetik, was ist ästhetische Gebärde, warum brauchen wir Ästhetik? Und da ist, glaube ich, Bezalel einfach interessant, weil es ein Platz ist, der international ist und international die Frage aufwirft, für was Ästhetik heute noch gut ist. Liv führt Gottfried nun ins Allerheiligste während der Prüfungszeit. Die Ausstellungsräume der Studierenden mit ihren Abschlussarbeiten. Dieser Fachbereich hier kreiert Dinge für Katastrophengebiete, zum Beispiel Erdbebenregionen. Wir entwerfen Möbel oder entwickeln Technologien, die Menschen helfen sollen.
wie zum Beispiel den Hope-Spot-Balloon. Aus einem Koffer wird ein Heißluftballon freigelassen, der viele, viele Meter in die Höhe steigt. So wissen Menschen in der Umgebung, die ihn sehen, wo sie Versorgungspakete erhalten können. Es gibt auch Entwürfe für Menschen mit Behinderung. Zum Beispiel Schuhe, die man anziehen kann, ohne sich zu bücken. Ein Kühlschrank für blinde Menschen. Oder Geräte für Unterwasser-Physiotherapie für behinderte Menschen. Hier sehen Sie ein Projekt aus dem ersten Jahrgang. Es sind Ohrstöpsel zum Schwimmen. Hier als ein vergrößertes Modell. Jetzt geht es für die jungen Designer ans Eingemachte. Ihre Semesterarbeiten werden sehr akribisch von einer Jury aus Professoren begutachtet und dann benotet. Davon hängt für die Studierenden viel ab. Die Bezalel-Akademie gilt als äußerst fordernd mit einem hohen Anspruch. Das hat natürlich einen Grund. Sie denken also, Design könnte eine Sprache sein für ein besseres Verständnis zwischen Kulturen und Nationen? Man kann die Welt nicht von einem einzigen Standpunkt aus betrachten. Es gibt immer vielerlei Ansichten, verschiedene Möglichkeiten und Alternativen. Und das liegt unserer Arbeit zugrunde. Darum denke ich, dass Kunst ein wichtiges Signal an die Gesellschaft gibt, besonders dort, wo die Gesellschaft extremer und engstirniger wird und sich auf nur eine einzige Sichtweise beschränkt. Dabei gibt es so viele Arten und Wege, Dinge zu tun. Wir sollten mehr zusammenarbeiten, miteinander kommunizieren, einander zuhören. Ich hoffe, das bringen wir unseren Studenten hier bei. Im Designmuseum Holon stellen Designer und Künstler von morgen ihre Exponate einem öffentlichen Publikum aus aller Welt vor. Eine faszinierende Sammlung von geballter Kreativität, Witz und Ideenreichtum. In all diesen Ausstellungsstücken ist erkennbar, wie sich junge Künstler und Designer mit wichtigen gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen und wie sie unermüdlich den gegenwärtigen Zustand hinterfragen. Wenn wir von Geschichte und Erbe sprechen, ist ein typisches Merkmal dieser Akademie erwähnenswert, nämlich dass wir immer rückwärts und vorwärts schauen. Und das zur gleichen Zeit. Wir bauen auf der Geschichte, auf unserem kulturellen Erbe, auf Tradition auf, sind aber zur selben Zeit mit dem Hochtechnologiesektor involviert. Israel ist ja als Start-up-Nation bekannt. Und ich würde behaupten, dass Design ein wesentlicher, ja ein strategischer Bestandteil in der Entwicklung von Hightech und Industrie ist. Wir sind hier sehr damit involviert und arbeiten in diesem Technologiesektor mit sehr interessanten Unternehmen. Diese Spannung, die entsteht, wenn man gleichzeitig rückwärts und vorwärts schaut, ist sehr interessant. Und wir finden oft Studentenprojekte, die sowohl die Geschichte als auch die Zukunft in einem Kunstwerk oder einem Kunstprojekt vereinen. Für mich war es jetzt sehr interessant, in einer Einrichtung zu sein, deren Wurzeln tausende Jahre zurückgehen, bis hin zur Bibel. Und ich glaube, sie haben eine Strahlkraft bis weit in die Zukunft hinein. Faszination Israel zeigt ihnen das, was sie sonst nicht zu sehen bekommen. Und Faszination Israel ist ein Arbeitszweig der ICEJ. Und wenn Sie mehr über diese Arbeit wissen möchten, dann besuchen Sie gerne deren Webseite unter icej.de. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen aus Jerusalem, aus der berühmtesten Talentschmiede hier in Israel.